Der Kunde entscheidet sich nicht sofort. Das kann doch nicht wahr sein. Unfassbar. Ein Riesenfehler. Ein Phänomen, was du immer wieder erlebst, nämlich Leads vertrocknen. Was ist das, Leads vertrocknen? Ja, du gewinnst Kundenanfragen und die werden dann möglicherweise auch abgearbeitet. Aber der Kunde entscheidet sich nicht sofort. Du weißt, 80% aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem 5. und dem 12. Nachfasskontakt. Es wird ein-, zweimal nachgefasst, aber dann kümmert man sich nicht mehr drum. Man hat keine Lust mehr. Der Kunde ist jetzt auch nicht so der Sympathischste. Und dann vertrocknet der Kontakt. Ein Riesenfehler. Ich habe mal einen Mitarbeiter aus dem Sales-Bereich gekündigt, weil ich seine Datenbank durchgegangen bin und gesehen habe, welche Potenziale er hat vertrocknen lassen. Unfassbar. Wir haben so viel investiert in diese Leads und in die Kontakte. Er war zum Teil war er sogar in persönlichen Gesprächen, ist dorthin gefahren, war den ganzen Tag unterwegs und. Und dann lässt er das vertrocknen. Das kann doch nicht wahr sein. Also, bist du Verkaufsleiter, Vertriebsleiter, Head of Sales, ist es deine Aufgabe auch dafür zu sorgen, dass keine Leads vertrocknen. Wie schaffst du das? Indem du eine Funktion in dein CRM-Programm einbaust, nämlich eine automatische Wiedervorlage. Man gibt ja die Daten ein in das CRM-Programm vom letzten Kontakt mit dem Kunden und du kannst erst das abschicken, das wird erst dann gespeichert im System, wenn du gleichzeitig noch einen Wiedervorlagetermin legst. Ich würde auch hingehen und würde maximalen Zeitraum begrenzen, je nachdem, in welcher Branche du bist, vielleicht 2 Wochen, maximal 3 Monate. So dass, wenn jemand mit einem Kunden gesprochen hat oder einem Interessenten, garantiert das System diesen Kontakt wieder hochspült an die Oberfläche und dass dann damit gearbeitet werden muss. Und Achtung, man kann nicht einen Kontakt jetzt einfach weiterschicken, ohne einen Eintrag zu machen im CRM. Das wird auch gerne gemacht, weil dann kommen 100 Kontakte hoch und dann werden die alle auf 2 Wochen später geschickt. Aber dann vertrocknen sie auch. Also achte darauf. Die meisten schreien immer nach frischem Blut. Die meisten schreien immer nach frischen Leads. 90% der Aufträge, die wir am Telefon machen, machen wir im Nachfassen. 90% im Nachfassen. Wenn du wissen möchtest, wie sieht das bei mir im Sales-Team aus? Also, wie sind die Räumlichkeiten, wie arbeiten die und was haben wir vielleicht auch aktuell für offene Positionen, dann findest du das Video dazu hier. Und wenn du wissen willst, wie du beim Nachfassen wirklich auch abschließt, findest du hier den entsprechenden Online-Kurs.